So, hallo, wir machen weiter bei Breath of the Wild. Ohne lange noch rumzuzögern, vorbereitet habe ich im letzten Part schon alles, gehen wir in die Rückeroberung Hyrules. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Direkt eine Cutscene. Es gibt nichts zu befürchten. Mit vereinten Kräften werden wir es schaffen. Hm. Jawohl, die Zeit ist reif. Katschika, es kann losgehen! Ja, natürlich, wir porten einfach die Titanen, alles klar. So ein Glück. Alle sind bereit. Ab jetzt gilt nur noch eins: gemeinsam Ganon vertreiben. Endlich haben wir Gelegenheit, Seite an Seite unsere Kraft zu demonstrieren. Großer Revali, macht uns stolz. Alle herhören! Jetzt wird sich gerecht! Oh! Ein Stein bleibt auf dem anderen. Stimmt's? Genau! Und Orte! Kein einziger Stein! Welch ein Anblick! Das hätte ich mir nie zu träumen gewagt. Gebt den Befehl, Euer Hoheit. Heute ist der Tag, an dem wir die Verheerung Ganon besiegen. Wir alle, die wir Hyrule unsere Heimat nennen, müssen nun zusammenstehen. Selbst wenn das, was jeder einzelne von uns beitragen kann, nicht viel sein mag. Unser Zusammenhalt ist die Garantie dafür, dass wir siegen werden. Davon bin ich überzeugt. Die Schlacht! Die Soras, die Goronen, die Orni, die Gerudo und sogar die Jägerbande hatten sich mit den Soldaten von Hyrule verbündet, um der Verheerung Ganon Einhalt zu gebieten. In der Ebene von Hyrule reihten sich die kampfbereiten Krieger Schulter an Schulter. Angeführt wurden sie von den vier Titanen und deren Piloten. Von Link, der das Bannschwert führte, und von Zelda, deren Kraft der Versiegelung erwacht war. Mit dem Ziel vor Augen, die Verheerung Ganon zu versiegeln und den Frieden wiederherzustellen, begann die gewaltige Streitmacht unter dem Kommando von Prinzessin Zelda nun sogleich, auf Schloss Hyrule vorzurücken. Okay. Auf geht's, würde ich sagen. Auf geht's. Ich frage mich, wie gesagt, echt, ob das die letzte Mission ist oder so eine vorletzte Mission. Aber wir werden sehen. Na, was ist los? Danke. Los! So, das ist die Karte. Da Crocs sammeln wird wieder richtig lustig. Kisten sind eingezeichnet, wie immer. Okay. Überlege ich nur gerade. Ich glaube, der grüne Pfeil ist Impa, ne? Genau, Impa ist direkt bei einer Kiste.
Dann würde ich gleich mal zu Impa wechseln. Zelda ist... Wo ist Zelda? Ach, da, direkt bei Link. Kann Zelda schon hier hin? Nein, das ist noch zu. Das ist noch zu. Okay, wir müssen ja wahrscheinlich erstmal dieses Feld aufräumen. Könnte ich mir denken. Ja, hier kann Zelda auch noch nicht hin. Zelda kann auch nicht dahin, wo Impa ist. Okay. Also ich kann im Moment niemanden zu anderen Kisten schicken. Die sind alle noch, das ist alles noch nicht begehbar. Gut. Wo ist Roam? Ah, Roam ist auch bei einer Kiste. Okay, also gehen wir mal erstmal auf Impa, sammeln die Kiste. Dann gehen wir auf Roam, sammeln die Kiste. Das ist doch schon mal eine gute Ausgangspunkt. Impa! Jawohl, Prinzessin! Hinter ihr ist die Kiste. Wahrscheinlich auch ein Grog. Aber meistens ist ja bei den Kisten auch ein Grog mit dabei. Heiliger Bogen. Krogi, Krogi. Kein Grog. Aber auch hier müssen wir erobern. Oh, das ist von der Atmosphäre her super cool, aber wahrscheinlich super schwierig, um Krogs zu sehen. Gut, dann gehen wir gleich mal hier los. Legen wir gleich mal hier los. Achte auf die Energie der Truppen von Link. Wo denn? Ich habe keine Energieanzeige von den Truppen von Link. Also solange ich keine Energieanzeige habe, muss ich glaube ich auch nicht drauf achten. Oder sehe ich hier eine Energieanzeige? Nee. Oh, schade. Ach, Sidon ist hier auch dabei, jawohl. So macht man das. Okay. Scheinbar macht man das so. Ja, das war wohl jetzt erst. Ja, das hat. Stimmt, wir haben es eingenommen. Okay, sehr gut. Ich würde trotzdem kurz mal Impa bleiben, dass ich mich in dem Gebiet hier umschauen kann. Zwecks Krogs. So, hier drüben ist nichts. Hier drüben komme ich gar nicht raus. Da kann ich raus gleich. Machen wir auch gleich. Ich gehe nur kurz hier rüber. Da ist nichts. Das ist das große Feld, ne? Ja, das ist das große Feld. Auf dem waren wir ja schon mal unterwegs. Und hier komme ich auf das ganz große Feld zurück. Ja, ja, ja. Aber da ist noch zu, oder? Nee, jetzt ist da offen. Jetzt ist hier offen. Okay. Jetzt könnte da jeder hin. Dann ist hier... Da ist eine Sackgasse. Dann könnte da noch was sein. Jawohl. Nummer 1. Sehr gut. Aber bei Impa ist sowieso noch was zum Einnehmen, ne? Dann können wir da auch gleich noch hinwuseln. Sehr gut. Machen wir das doch glatt. Oha, Gegner. Was mit euch? Ladet mir mein A auf. So, danke schön. Okay. Hier sind ganz viele Gegner sogar. Hier auf das Feld kann man auch wieder drauflaufen. Eieieiei. Na, das ist die Map vom Start. Also, falls ihr sie nicht wiedererkennen solltet. Das ist die Map vom Start. Genau da sind wir. Und es geht noch weiter nach hinten dann. Also, die ist größer. Das ist, geht weiter nach hinten. Das wird echt ein Spaß, hier die Krogs zu suchen. Vor allem, weil es halt so schwierig aussieht. Also nicht schwierig im Sinne von, es ist schwierig, es zu sehen, so das wollte ich sagen. Weil diese Abendstimmung ist zwar super cool, aber dadurch sehe ich halt nichts.
Ah, da hinten ist aber eine Kiste, sehe ich schon jetzt. Können wir da einmal zur Kiste laufen. Und vielleicht ist da auch noch ein Krog bei. Krog ist nicht bei. Schade. Na gut. Gut! Angriff mir nach, okay. Ohren, bleib wo du bist, ne? Da ist eine Kiste bei dir, die möchte ich dann auch erstmal holen. Ich hoffe, du hast dafür Verständnis, Ohren. Wäre sehr nett. Varudania hat den Vorposten erobert. Okay, Varudania. Wo auch immer du bist. Alles klar. Läuft. Ich hätte ja gerne gesehen, wie Varudania einen Vorposten erobert, aber gut. Halt ich mich nicht auf! Dieser Anblick blieb mir wohl verwehrt. So, ist hier ein Krog irgendwo auf dem Feld? In der ersten Map war hier einer. Sieht aber nicht so aus, ne? Lassen wir jetzt auch mal hier in Ruhe, die Kollegen. Ne, ich sehe hier keinen Krog. Gut. Dann wäre jetzt wieder die Frage, ist hier hinter den Dingern vielleicht ein Krog oder sowas? Das wären halt ganz gute Wege für... Oh, jetzt ist hier... alles ist wieder voll und... echt wieder überall hingucken, wo ich eh schon mal alles durchgesucht habe. Aber jetzt ist es ja eine neue Situation. Ah. So, wo bin ich denn jetzt? Da bin ich, okay. Alter, diese ja, wir müssen auf jeden Fall den Typ hier besiegen, mal schnell. Weil wir brauchen auch wieder Eismagie. Sicher. So, gib mir Eismagie. Dankeschön. Das ist kein Krog, das war nur eine Pflanze. Ärgerlich. Hier ist soweit auch nichts. Hier ist soweit auch nichts. Da ist einer. Okay. Gut, dass wir den gefunden haben. Aber das meine ich, die sind echt schwer zu sehen, ne? Da muss man wirklich extremst gut hingucken. Okay, aber soweit sieht es doch ganz gut aus. Hier drüben. Gut, dann können wir vorlaufen, würde ich sagen. Haben wir schon mal zwei Krogs auf Impass-Seite gefunden? Dann ist hier noch eine Kiste. Nanu? Das war mein Vorpost, wo ich gerade hin wollte. Aber ist okay. Wenn Vamedo das alles selbst erledigt, habe ich auch kein Problem mit. Also wenn die Titanen das alles selbst erledigen. Das war eine stabile Attacke. So, holen wir mal schnell die Kiste. Nicht nett. Ein Königswert. Es ist halt die Frage, ist hier noch ein Krog oder nicht?
Ah, eine Kiste ist hier nicht mehr, das wissen wir jetzt ja. Aber potenziell könnte halt noch ein Krog sein irgendwo, wo ich jetzt nicht genau hingeguckt habe. Habe ich das jetzt alles gut genug durchgeschaut? Das ist halt die große Frage, die ich mir dann stelle. Erstmal noch Rubine mitnehmen. Los geht's! Sofort! Auf entspannt. Okay, so. Ja, das sieht doch okay aus. Ich denke, da waren wir jetzt auch drin. Ja, da waren wir jetzt auch. Dann wäre ich jetzt eigentlich zum Vorposten gelaufen. Ich laufe jetzt auch noch zum Vorposten, weil da noch mehr Wege sind, die ich noch begehen muss. Aber an sich haben wir dann hier soweit alles gesehen. Ne? Jetzt kann ich noch hier hin, da ist nichts. Ich kann noch hier auf dieses Feld. Haha! Nummer 3. Damit hatte Impas Bereich alleine schon 3 Crocs. Ich denke jetzt aber, das waren jetzt wirklich alle, die Impa finden konnte. Würde ich jetzt mal hoffen und vermuten. So, wir können jetzt noch hier hin. Hier ist aber nichts mehr, ne? Nee. Und das hat Dings gerade eingenommen, oder was? Ah, hi. Macht euch bereit! Ich kümmere mich darum! So macht man das! Nun bin ich bereit. Macht euch bereit. Ich kümmere mich darum. So. Ah nee, da kann Impa eigentlich gleich zur nächsten Kiste laufen. Impa spielt einfach alleine die Mission. Haltet mich nicht aus! Jo, das ist jetzt auch nochmal ein riesiges Gebiet. Oh je. Aber ich glaube nicht, dass die hier einen Krog verstecken. Das wäre irgendwie schon frech. Auf diesen großen Flächen immer. So, da hinten ist die Kiste. Ah, das ist da unten eher. Aha. Bei der Kiste haben sie noch einen versteckt. Nummer 4. Die Kiste ist da drüben. Kopfsammler. Na, der hinten. Mal vorsichtig hier am Rand entlang. Kisten haben wir dann jetzt hier alle, ne? Ich glaube jetzt, aber ich gehe das Gebiet hier noch ab. Das scheint ja möglich zu sein, ohne zu groß in Bedrängnis bei anderen Gruppen zu kommen. Und selbst wenn wir in Bedrängnis kommen sollten, mittlerweile wissen wir ja, was wir hier alles finden können und können das dann schnell ablaufen. Na, das ist ja das Schöne, suchen muss man nur einmal. Wenn man gefunden hat, ist es ja dann ein schnelles Einsammeln eher, was da draus wird. Okay, hier komme ich... Aha, hier komme ich noch nicht rein. Warum auch immer, was auch immer da ist. Man weiß es nicht, noch ist hier zu. Aber das ist okay. So. Nun bin ich bereit. Hier ist nichts weiter, zumindest sehe ich nichts. Da kommt man wahrscheinlich noch nicht rein. Das ist auch hier der Eingang. Ja. Okay, und dann sind wir einmal rumgelaufen. Hauen wir den noch weg, dass er weg ist. Ich kümmere mich darum.
sicher. War nett mit dir, Kollege. Noch gebe ich mich nicht geschlagen. So, nee, hatte ich auch nicht vor. Okay. Dann würde ich sagen, Impa ist damit durch. Erstmal. Gut, wo schicken wir Impa hin? Kann Impa zu diesen Kisten hier geschickt werden? Nein, da, also da ist noch zu. Das ist dieser Eingang hier, ne? Das ist dieser Eingang, da ist noch zu. Impa kann mittlerweile aber auch auf das Hauptfeld. Dann soll sie einfach damit mischen. Und dann wechseln wir zu Roam. Der ist hier, der ist ein bisschen weiter gelaufen, aber nicht viel. Der kann jetzt zurück zu der Kiste gehen. Euer Majestät! Jawohl, Wirbelattacke vom König. So muss das. Meine Kraft ist auf dem Höhepunkt. Genau. So, da können wir einmal hier reinlaufen. Da ist die Kiste und da ist bestimmt auch ein Krog in dieser anderen Ecke. Also hier ist erstmal die Kiste. Und dann ist hier nichts, aber in der Richtung, da hinten kann man reinlaufen. Da ist hundertprozentig ein Krog. Sag ich ja. Ach, das ist wieder so einer. Halt! So. Sehr schön. Haben wir schon 5 Crocs in der Mission. Stabil. Auf jeden Fall gut. Schon mal zu wissen, wo die sind. Das hier muss das gewesen sein, was Dings erobert hat. Barudania. So, hier komme ich auf das Hauptfeld raus. Da kann ich ganz kurz den Weg abgucken. Aber will hier eigentlich gar nicht großartig hingehen. Was war das? Eine Meldung. Ach so, Aussehen ändern. Okay. Gut, aber er regiert jetzt erstmal diesen Weg hier ab. Den Außenbereich. Dann haben wir den auch gesehen. So nicht! So nicht! Halt, stopp! Jetzt rede ich. Wie unverschämt! Ja, echt mal. Wie können diese Monster nur böse sein? Richtig unverschämt. So. Er hat zum Glück einen sehr engen Weg. Das macht die Sache deutlich angenehmer. Hier geht's auch wieder auf das Hauptfeld raus. Gucke ich nur kurz die Verbindung an. Sieht aber okay aus. Aus dem Weg. Ja, ist doch gut jetzt. Rubine. Da ist Rechu dabei. Jawohl. Alle prügeln sie mit hier rum. Gut. So, jetzt sind wir hier. Das ist noch alles neu. Oha, da ist ein Wächterle. Wächterle kriegt aufs Maul. So, hier. Aus meinen Augen. Ja, das hat der, glaube ich. Das hat der, glaube ich, getan. Der ist aus deinen Augen. Auf jeden Fall. Ah, hi. Wow, wir haben ihn einfach komplett auseinandergenommen. Sehr schön. Gefällt mir, was der König so tut. Sein Finishing Move ist auch nice. Sehr nice, okay. Ja, das hat gereicht, das kannst du sagen. Gut. So, wo geht es jetzt eigentlich hin? Ah, da ist am Ende nochmal eine Truhe auf jeden Fall. Sehr gut. Da können wir dann gleich hingehen. Und uns in Ruhe die Truhe angucken. Hier ist nichts weiter auf dem Weg.
Ist auch so ein bisschen steinig und so, aber da kann man eigentlich nichts übersehen. Da ist auch nichts weiter. Gut. Sehr enger Weg jetzt. Mit Bienen. Schön. Da ist ein Eismoblin, okay. Das war nicht, was ich wollte. Wie unverschämt! Das lasse ich mir nicht bieten. Au. Ach, komm schon. Wie unvorsichtig. So, hier. Fangen euch! Meine Kraft ist auf dem und tschüss. Aus dem Weg. Bam. Jo, wie sie ihn einfach wegfetzt. Nice. Nice Attacke. So, holen wir uns erstmal die Truhe. Holen wir erstmal die Truhe. Bevor ich da irgendwas vergesse. Das war eine Truhe mit Geld. So, hier ist wieder ein Zug. Da kommt wahrscheinlich nachher noch was raus. Keine Ahnung, muss ich mir merken. Auch da. Und hier ist dann auch Schluss. Jetzt gucke ich nur, ob noch hier auf dem Feld noch ein Krog rumläuft. Und dann können wir in die Mitte wechseln. Dann wechseln wir in die Mitte des Geschehens zu Link selbst. Hier geht es dann auch weiter, aber noch nicht. Noch geht es hier nicht weiter. Okay. Ja, dann würde ich aber eben, wie gesagt, zu Link wechseln. Und bevor Link jetzt da unten den Vorposten einnimmt, soll das sich erstmal umgucken. Na? Weil ich glaube, wenn ich den einnehme, dann geht's weiter und nicht, dass da nachher irgendwas mit Zeit läuft. Wir gucken uns jetzt erstmal auf dem Feld hier um. Deswegen raus aus diesem Vorposten und auf dem Feld umgucken. Dafür gehe ich nochmal an den Startpunkt zurück. Das ist hier gewesen. Da sind wir losgestartet. Ist hier schon vielleicht irgendwas versteckt, was ich noch nicht bedacht habe? Außer Rubine. Nein, hier kann man zwar nach hinten und da gibt es ein paar Rubine, aber mehr ist hier nicht. Okay, gut. So. Wie gehen wir am besten vor? Ich würde einmal außen rum gehen, so ganz typisch, ne? Und dann mal schauen. An Truhen komme ich aktuell nicht weiter ran. So. Die Truhen, die hier sind, die sind alle noch für mich unbegehbar. Gut. Gut zu wissen. Also Truhen haben wir im Moment alles. Dann gehen wir jetzt einmal außen rum. Hoffen auf vielleicht den ein oder anderen Krog, den man noch sehen könnte. Hier können wir mal reingehen. Hier ist auch so eine Hyrule-Festung. Da können wir auf jeden Fall hier nochmal Geld holen. Aber keinen Krog. Okay, kein Krog. Okay. Ist in Ordnung. So, dann sind wir hier. Das ist eigentlich der Weg, den Ding schon gegangen ist. Also da waren wir schon mit Impa. Kann ich jetzt hier weiter rumlaufen? Gefährlich wird es halt, wenn sozusagen da auf dem Feld irgendwo. Aber das kann ich mir wieder nicht vorstellen. Das wäre ein doofes Versteck. Bin ich ganz ehrlich, das wäre ein sehr doofes Versteck. So. Hier ist zu mit dem Wagen. Da standen wir auf der anderen Seite. Aber hier ist auch nichts noch irgendwo. Mein Gott, ich kann natürlich auch das ganze Gras hier wegjäten. Da kommt ja auch, kommen Items raus und Kram. Schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Zumindest kommen Items raus, wenn man Glück hat. Irgendwelche Insektenviecher oder was auch immer. Ja, da, eine Ausdauerschrecke. Yay. So.
Hier ist auch dicht. Da ist auch nichts weiter. Da ist dann die Mauer, die Schlossmauer. Und hier ist dann der andere Weg. Wenn das offen ist, komme ich da durch. Okay. So, hier ist nichts weiter. Uiuiuiui. Yo! Ja! Man weiß halt nicht, wo die herkommen, ne? Die kommen einfach von irgendwo. Also man sieht die nicht, man sieht nur, woher die schießen. Okay. Ja, man sieht den nicht, schade. Aber coole Geschichte, dass die so ein bisschen reinknallen. Okay, auf dem Brunnen ist bestimmt ein Grog, aber da gehen wir nachher hin. So, hier geht's dann weiter, wahrscheinlich wenn... hier geht's überhaupt nicht weiter, da ist komplett dicht. Ah, dann gehen wir hinten rum wahrscheinlich, wenn das wieder offen... Ah, ich kann mir was denken. Aber das sehen wir, wenn es soweit ist. Also die Mission wird auch auf jeden Fall zweigeteilt, wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde, ne? Ich würde nur gerne erstmal suchen. Dann müssen wir nächstes Mal nicht mehr so viel suchen, vielleicht. Ja. Okay. Vor allem, Vanaboris hat einen Wächter besiegt. Als wir Vanaboris gesteuert haben. Ne? Wisst ihr, was ich sage? So, hier standen wir auch gerade schon mit Roam. Da war auch nichts weiter. Sehr gut. Dann sind wir gleich einmal rum. Jo. Gut, dann sind wir einmal rum. Hier ist noch ein bisschen Wald, da kann man nochmal gucken. Ob man explizit irgendwas sieht, was man vorher nicht gesehen hat. Aber ich glaube es nicht. Nee, weitere Crocs sind hier nicht. Okay, gut, wir sind einmal rum. So, jetzt kann ich so ein bisschen mittig laufen. Alles, was große Fläche ist, muss ich ja nicht groß nochmal beachten. So, das haben wir ja alle schon gesehen. So, da in die Mitte werde ich gleich reinwuseln. Ich glaube nicht, dass hier auf dem Feld irgendwas ist. Also auf dem Feld kann ich es mir echt nicht vorstellen. Das wäre ein komisches Versteck und sehr untypisch. Das wäre wirklich sehr untypisch. Yo, Koga, hi. Na? Was geht? Habt ihr Bock? Ich hätte euch doch nicht retten müssen. Ich hatte es auch gar nicht vor. Ich kämpfe einfach nur. So. Und ich lade mein A auf. Ganz wichtig. So, hier könnte noch was sein. Hier ist noch so ein bisschen spezielles Zeug aufgebaut. Oh ja, wir brauchen auch wieder Feuer, wenn ich nicht schon wieder Feuer habe mittlerweile. Wow. Klappt ja super. Jetzt weg mit dir. Zack. So. Wie immer sehr beeindruckend. Das werden wir jetzt beste Freunde, Koga. Ne, mein Freund. Echt nicht.
So, das sind zwar Baumstümpfe, aber das sind keine Krogbaumstümpfe. Das sind die, die ich selbst gefällt habe. So. Okay. Nee, ich glaube, hier ist auf dem Feld tatsächlich kein einziger Krog. Es ist zwar schade, weil ich extra jetzt hier rumlaufe und gucke. Oh, hi. Ich bin mal zu frei. Aber bei dem Brunnen, da denke ich schon, dass da was ist. Also bei dem Brunnen soll es mich sehr wundern. Wenn da nicht in der Mitte oder so ein Krog ist, dann weiß ich auch nicht. Short. Sehr schade. Außenrum irgendwo im Wasser. So, da ist jedenfalls das Ding, wo ich gleich rein muss. Wenn wir den erobert haben, dann geht der nächste Teil von der Map los. Bevor der nächste Teil von der Map losgeht, werde ich auf jeden Fall den Part beenden. Also ich hoffe sehr, mir fehlt hier nachher nicht irgendwie ein Krog. Das wäre ärgerlich. Weil ich verschwende ja schon extra Zeit, um überhaupt Krogs zu suchen. Dann wäre es schon schön, wenn man sie zumindest auch alle finden würde. Tschüss. So. Okay, aber hier ist auch nichts weiter. Ich würde jetzt die Suche nach Krogs hier an der Stelle abgeben. Und wir können ja suchen. Also wir müssen ja eh noch dann den ganzen Bereich da hinten absuchen, ne? Also den ganzen neuen Bereich, der noch nicht jetzt offen ist. Aber das große Feld würde ich jetzt abschließen mit Krogsuche. Wir haben alles abgesucht, wir haben nichts gefunden. Es wundert mich ein bisschen, aber es kann durchaus sein, dass sie die Krogs außenrum versteckt haben und eben gerade nicht auf dem großen Feld. Es wäre durchaus denkbar. Na gut. Was soll's? Und tschüss. So, das war die letzte Mission. Jetzt geht's richtig los. Siege die Wächter, ja, wo denn? Haben wir ja alle schon weg. Genudelt. Also dann. Wir haben die Wächter doch schon weggenudelt. Was wollt ihr von mir? Ah ja. Wie? Eine Mauer des Zorns wurde auf dem Schlachtfeld gesichtet. Truppen der silbernen Moblins greifen das Hauptquartier an. Ist das nicht da unten? Nee, man weiß nicht, wo es ist. Also im Moment habe ich halt keine weitere Barriere wird von Monstern erschaffen, wenn wir sie besiegen können. Besiege die Monster auf den Mauern. Ah, jetzt geht's um... Okay, jetzt geht's um den Bereich. Da ist Rohrm ja direkt schon bei einem Monster. Zornglazirock, holy was! Wie dreist! Aus meinen Augen! Oha! Mann!
Sehr schön. Gefrieren! Jawohl. Zack. So nicht. Hey, Ruhe. Aua. Nein, das war nicht, was ich wollte. Aua! Holy moly! Aua! Oh, um Gottes Willen! Ich hab die falsche Taste gedrückt, ich hasse alles! Wie unverschämt! Macht er jetzt? Okay. Aua. Alter. Der will's schon noch mal wissen zum Schluss, ne? Halt. So, weg mit dir. Das war Nummer 1. Damit levelt er. Was ist jetzt passiert? Ach! Eines der Monster ist besiegt, ja. Ja, ja, klar, sind halt 3 Stück, habe ich schon verstanden. Ja! So, das war dem sein Monster. Ist jetzt das Tor hier hinten offen? Nein, da kann ich nach wie vor noch nicht rein, okay. Du bleibst mal hier, Roam. Wo ist denn Link jetzt wieder? Mitten einfach. Mitten vor einem Wächter steht er plötzlich. So, hier. Zelda muss sich zum Ziel begeben. Was ist denn Zeldas Ziel? Der Brunnen? Okay, dann geh halt mal dahin, Zelda. Hab ganz viel Spaß. Und Impa? Ach, ist mittlerweile hier. Ja, dann kann auch Link dahin gehen. Dann kann Link zu dem Zorn Magmarok gehen. Nachdem Link sich hier umgekümmert hat. So, weg mit dir. Alle weg hier. Gut, also dann hauen wir mal die 3 großen anderen weg da. Von Magmarok. Achso, ich wollte den Part beenden, ne? Sorry, guys. Nächstes Mal geht's hier weiter. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.